Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 52, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Zukunft hessischer Schulen, 19-6673. Die Frau Kollegin Faulhaber hat das Wort. Meine Damen und Herren, also wenn Sie alle sagen, man soll weitermachen, dann sollten Sie auch entweder da bleiben oder dann auch vernünftig sich aus dem Saal begeben. Wenn jeder hier jetzt feiert und singt, brauchen wir es nicht zu machen. Also bitte, ich bitte um Aufmerksamkeit. Die Frau Kollegin Faulhaber hat das Wort. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Auch dieses Jahr bricht der Kultusminister mit der langen Tradition, zu Schuljahresbeginn eine Regierungserklärung abzugeben. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge. Und was soll ich Ihnen sagen? Es wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Denn entgegen der Wiederholungen aus der Endlosschleife des Abgeordneten Schwarz, es geht den Schulen so gut wie nie und alles ist ganz toll, weiß der Kultusminister, es gibt keine wirklichen Jubelmeldungen, die zum Schuljahresbeginn die Schlagzeilen füllen können. Und das ist in einem Wahljahr natürlich schlecht. Meine Damen und Herren, es gibt jede Menge Anlass, die schwarz-grüne Bildungspolitik zu kritisieren. Sie hat nämlich eine Negativbilanz. Trotz aller Mahnungen der Opposition und der Lehrerverbände sind Sie in Ihrem eigenen Märchen der demografischen Rendite viel zu lange selbst auf den Leim gegangen. Und was finden wir nun vor? Lehrermangel in einem erschreckenden Ausmaß. An hessischen Schulen ist Unterrichtsausfall Alltag. Das wissen wir von den Schulen selbst. Und die Stichprobenerhebung der Landesschülervertretung im April dieses Jahres hat es nachdrücklich bestätigt. Trotzdem setzt sich das Kultusministerium nicht mit den Problemen auseinander. Der Unterrichtsausfall wird nach wie vor nicht systematisch erfasst. Und jetzt ist die Frage, wie soll dem gegengesteuert werden, wenn man das Problem einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Ebenso wenig werden die enorm hohen Belastungen der Lehrkräfte und die daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen zur Kenntnis genommen. Studien, die sich mit gesundheitlichen Belastungen bei Schulleitungen und Lehrkräften beschäftigen, werden ignoriert. Das Kultusministerium kennt nach eigenen Angaben ja noch nicht einmal die krankheitsbedingten Fehltage an den hessischen Schulen. Was soll das für ein Arbeitgeber sein? Betriebe mit einer ähnlich hohen Beschäftigungszahl richten Präventivmaßnahmen ein, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten. Das Kultusministerium sieht aber keinen Handlungsbedarf, sondern wälzt eher weitere Aufgaben an die Schulen und Lehrkräfte ab, ohne an anderer Stelle für Entlastung zu sorgen. DIE LINKE hat deshalb mehrfach gefordert, eine Studie zur Belastung der Lehrkräfte und zur Ermittlung des tatsächlichen Lehrerbedarfs in Auftrag zu geben. Aber dazu sahen sich weder das Kultusministerium noch die regierungstragenden Fraktionen veranlasst. Vielmehr wurde weiter behauptet, es gebe keine Probleme. Da komme ich noch dazu, Herr Bauer. Dann zu Jahresbeginn legte das Kultusministerium seine Prognosen vor mit viel zu niedrig angesetzten Schülerzahlen. Um nur ein Beispiel zu nennen, dort tauchen Tausende Schülerinnen und Schüler aus den Intensivklassen gar nicht auf. Und dafür wiederholt man dieses Zahlendropping, auf das Sie jetzt wieder kommen wollen, das ist ja Ihre Masche. 4.350 Lehrerstellen und 700 Stellen für Sozialpädagogen werden geschaffen. Ja, das ist wahr. Aber ob das reicht und wie hoch der Bedarf tatsächlich ist, das wird nicht benannt. Nehmen wir einmal die 400 Sozialpädagogen, Herr Bauer, für den Grundschulbereich. Die Zahl hört sich ja gut an, 400 Sozialpädagogen. Aber dann setzt man sie in Relation zu den Grundschulen in Hessen. Das sind im Moment 1161. Und dann wird klar, wo man bei der Bedarfsdeckung eigentlich steht. Aber Sie wollen ja nicht sagen, wir wollen nur für ein Drittel der Grundschulen eine Sozialpädagogin finden. Das wäre ja keine Jubelmeldung. Aber es wird zeigen, wo wir stehen in der Bewältigung unserer Probleme. Also, uns hat jedenfalls das Jubelprogramm irgendwann gereicht.
Im März haben wir dem renommierten Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie den Auftrag gegeben, den Lehrkräftebedarf bis zum Jahr 2030 zu ermitteln. Und die Ergebnisse der Studie zeichnen ein ganz anderes Bild als Ihre Märchenlandschaft, die Sie hier gerne erzählen. Ich würde Ihnen am liebsten ja die gesamte Studie vorlesen. Das geht natürlich nicht in dieser Zeit. Also haben wir diesen Antrag gestellt, damit es hier diskutiert wird und man sich damit auseinandersetzt. Also mal abgesehen davon, dass es mehr als bedenklich ist, wenn die Opposition die Arbeit der Landesregierung machen muss, würde ich Sie eindringlich auffordern, nun genau hinzuhören. Bis zum Jahr 2030 steigen die Schülerzahlen an, und es werden 6.200 zusätzliche Lehrkräfte nötig sein. Mindestens 15.000 Lehrkräfte werden bis 2030 in den Ruhestand gehen, also mindestens. Und berücksichtigt muss werden, dass in den vergangenen 5 Jahren etwa 3.000 Lehrkräfte vorzeitig wegen Berufsunfähigkeit in den Ruhestand gegangen sind. Das hat sich zwar gesenkt, aber das wird sich irgendwie auch fortsetzen. Insgesamt besteht bis zum Jahr 2030 ein Ersatzbedarf von mindestens 26.000 neuen Lehrerinnen und Lehrern. Da sind jetzt keine Berufsschulen, keine BFZ, keine Ausweitung der Inklusion dabei. Das ist eine ganz konservative Berechnung. Und das gilt auch nur, wenn alles so bleibt wie bisher. Wenn wir also die schlechte Lehrer-Schüler-Relation beibehalten, wenn Inklusion weiterhin ein Sparprogramm ist, wenn wir uns mit dem mageren Ganztagsprogramm zufrieden geben. 26.000 Lehrerinnen und Lehrer, meine Damen und Herren, werden wir diese Lehrkräfte in der uns zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt gewinnen können? Also, wenn man die Studienkapazitäten in Hessen anguckt und wenn die bleiben, wie sie sind, werden sich bis dahin 27.964, also ab 28.000 Menschen, für ein Lehramtsstudium einschreiben können. Das sieht aus, als würde es reichen. Aber die Anzahl der Studierenden, die ihr Studium nicht beenden bzw. nicht ins Referendariat eintreten, liegt seit Jahren gleichbleibend bei 40%. Damit erreichen wir mit den derzeitigen Ausbildungskapazitäten keine Deckung des Bedarfs. Und das heißt dann, Hessen wird 2030 etwa netto 10.000 unbesetzte Lehrerstellen haben. 10.000 Lehrerstellen, die wir nicht selbst ausbilden können, weil uns die Kapazitäten dafür fehlen. Ja, dann machen wir den Lehrermangel in der Bundesrepublik noch schlimmer. Woher sollen diese Lehrerinnen und Lehrer kommen? Und noch einmal, der Fehlbedarf von 10.000 Lehrkräften netto ist konservativ berechnet und reicht nur, um das Schulsystem so schlecht und recht weiterzuführen wie im Moment, also mit überfüllten Klassen und vor allem in den Ballungsgebieten, in denen es nicht einmal genügend Schulen und Räumlichkeiten gibt. Ich verstehe, dass Sie sich aufregen. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass andere Bundesländer uns Lehrkräfte abwerben. Die werben uns nämlich Lehrkräfte ab, und das werden sie auch weiterhin tun. Denn nirgendwo ist die Wochenarbeitszeit von Beamtinnen und Beamten so hoch. Und das ist ja nur ein Aspekt. Ich sage nur Nullrunde und Deckelung der Besoldungsanstiege. Andere Bundesländer haben jetzt angefangen, ihre Grundschullehrkräfte vernünftig nach A13 zu bezahlen. Und davon will man in Hessen ja auch nichts wissen. Ich will jetzt noch einmal erwähnen, dass Hessen mit seiner Bildungspolitik im Bundesvergleich nicht vorne steht, sondern auf einem schwachen Platz 6 im Ländervergleich. Und das steht jetzt nicht in unserer Studie. Danke. Das sagt der Bildungsmonitor 2018 des Instituts der deutschen Wirtschaft. Diese Studie wurde letzten Donnerstag vorgelegt. Und wo ist Hessen hinten? Bei der Schulqualität, bei der Schüler-Lehrer-Relation, bei den Bildungsausgaben, beim Fremdsprachenunterricht und bei der Ganztagsbeschulung. Und beim Zusammenhang von sozialer Herkunft und z.B. der Lesekompetenz hat sich Hessen gegen 2015 sogar verschlechtert. So, meine Damen und Herren der Regierungsparteien, bewerten Ihre Freunde, die Unternehmer, die hessische Bildungspolitik. Das machen nicht wir, das machen die schon. Es gäbe also mehr als einen Grund zur Beunruhigung für den hessischen Kultusminister und zu einer realistischen Bestandsaufnahme und Planung. Es ist keine Werbung für den Lehrerberuf, wenn die Arbeit an den Schulen krank macht, wenn die Belastungen ständig steigen und der Kultusminister noch nicht einmal den Krankenstand kennt. Wenn Sie, meine Damen und Herren, nach 5 Jahren schwarz-grüner Bildungspolitik hier hinterlassen, ist erschreckend. Und auch erschreckend ist, dass es so unprofessionell ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Bevor wir weitergehen in der Debatte, lassen Sie mich mal eine Bemerkung machen. Diejenigen, die am lautesten geschrien haben, wir machen weiter und beraten weiter, waren die Ersten, die aufgestanden sind und haben den Saal verlassen. Da muss ich sagen, das finde ich ein unmögliches Verhalten. Das will ich protokollmäßig mal festhalten. So kann es ja nicht sein. Ich bin mir auch nicht im Klaren darüber, soll es überhaupt noch eine Mittagspause geben oder soll es später noch eine Pause geben. Ich weiß es nicht. Aber ein solches Verhalten, muss ich sagen, das, ja, ich weiß, das verwirrt sogar mich. Da gehört einiges dazu. Aber das finde ich unmöglich. Ja, ja, die sind nicht da, die sollen es aber hören. Die sitzen ja alle irgendwo, wo sie das Mikrofon hören. Und deshalb sage ich das. Also so geht es meiner Ansicht nach nicht. Das ist auch kein vernünftiges parlamentarisches Verhalten. Und das will ich mal protokollmäßig hier festhalten, bevor wir weiter debattieren. Sie können ja mal durchzählen, wie viele wir sind noch. Das Wort hat der Kollege Daniel May, ein treuer Freund, der bei uns ist. Der darf auch sprechen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die freundliche Anmoderation, die meinen Redebeitrag jetzt einrahmt. Der Setzpunkt soll ja eigentlich die Zukunft der Schulpolitik beschreiben. So ist er zumindest von der antragstellenden Fraktion überschrieben worden. Leider habe ich von der antragstellenden Fraktion wenig gehört, wie sie sich denn die Zukunft der Schulen in Hessen vorstellt. Von daher würde ich gerne ein paar Bemerkungen dazu machen, wie wir uns denn die Zukunft unserer Schulen in Hessen vorstellen. Und vielleicht sehen Sie sich dann ermutigt, auch etwas dazu beizutragen, wie Sie Ihre Vorstellungen für die Zukunft unserer Schulen sehen. Das erste Zukunftsfeld, glaube ich, von Schulentwicklung ist die Ganztagsschulentwicklung. Dort haben wir als Koalition eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Wir haben zu Anfang der Wahlperiode festgestellt, dass wir insbesondere im Grundschulbereich ein Betreuungsproblem haben. Dort haben wir zusammen mit dem Pakt für den Nachmittag, zusammen mit den Kommunen für viele Eltern ein Betreuungsangebot geschaffen. Wir haben auch im Bereich der weiterführenden Schulen sehr viele Ganztagsangebote auf den Weg gebracht, so viel an Stellen zur Verfügung gestellt, dass kein Wunsch nach Ausbau eines Ganztagsangebots abgelehnt werden musste. Und wir haben dort noch mehr vor. Wir wollen in der nächsten Wahlperiode für alle Grundschülerinnen und Grundschüler ein Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr schaffen. Wir wollen in den Sekundarschulen wollen wir das Ganztagsschulangebot weiter ausbauen, um dort mehr Zeit für individuelle Förderung zu schaffen. Ich wäre interessiert daran gewesen, was denn Ihre Position dazu ist, wie wir in diesem wichtigen Feld weiterkommen. Anscheinend haben Sie keins. Das ist unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, und daran werden wir auch in der nächsten Wahlperiode weiterarbeiten. Zweiter Punkt. Wir wollen die besten Schulen für die Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Es ist, glaube ich, unstrittig seit der Einführung der sozial indizierten Lehrerzuweisung, dass es besondere Herausforderungen an einzelnen Schulen gibt, wenn wir an die Punkte soziales Umfeld, wenn wir an die Punkte Integration oder Inklusion denken. Und wir als GRÜNE streben da an, dass wir in diesem Bereich mindestens 110% Lehrerzuweisung und den Ausbau multiprofessioneller Teams wollen. Auch an dieser Stelle haben wir als Koalition mit dem Ausbau der sozial indizierten Lehrerzuweisung schon viel geschafft. Hier wollen wir weitere Schritte gehen, damit an den Schulen mit den besonderen Herausforderungen die beste Zuweisung ist und der stärkste Ausbau von multiprofessionellen Teams. Dort haben wir schon viel auf den Weg gebracht, und auch das wollen wir in der nächsten Wahlperiode fortsetzen. Bei der Inklusion ist unser Ziel die Entwicklung von der Ausnahme zur Regel. Die inklusiven Schulbündnisse haben den Rahmen gesetzt für eine vernünftige Umsetzung der Inklusion. Wir setzen nicht auf Endpunkte im Bereich der Förderschulen. Wir sagen nicht wie andere Bundesländer, an diesem und diesem Zeitpunkt muss die Förderschule schließen, sondern dort gilt für uns auch der Elternwille. Wir wollen Schulentwicklung von unten. Wir wollen in diesem Bereich weiter nach vorne kommen, sodass alle Elternwünsche berücksichtigt werden können. Auch an dieser Stelle kein Wort von der antragstellenden Fraktion.
und wir wollen mehr pädagogische Freiheit und Qualität statt Zwangsbeglückung. Wir sind der Überzeugung, dass nicht Wiesbaden die Schulentwicklung vor Ort entsetzen kann, sondern wir setzen auf Freiwilligkeit. Wir wollen, dass Schulentwicklung vor Ort geschehen kann, dass Schulen mehr Freiheit haben, sich zu entwickeln, beispielsweise auch gehört dazu, dass fächer- oder jahrgangsübergreifender Unterricht eingeführt werden kann. Oder auch stellen wir uns vor, dass Ziffernoten bis Jahrgangsstufe 8 ausgesetzt werden können. Das ist unser Angebot an die hessischen Schulen für die nächste Wahlperiode. Auch in diesem Bereich kein Wort von der antragstellenden Fraktion. Wir sagen, berufliche Bildung muss weiterentwickelt werden. Gerade die duale Ausbildung ist ja die Stärke unseres Bildungssystems, eine der Stärken unseres Bildungssystems. Und da müssen wir darauf reagieren, dass wir dort im ländlichen Raum neue Herausforderungen haben, dass wir dort natürlich mit Sorge betrachten, dass wir in einzelnen Berufsgruppen nicht mehr in der Fläche unter Umständen unterwegs sein können. Und deswegen brauchen wir dort innovative Ansätze, damit wir auch in der Fläche berufliche Bildung haben. Zum Beispiel sagen wir da, dass wir einen Ausbildungsberuf mit nur wenigen Auszubildenden, den Berufsunterricht in einen allgemeinen und einen speziellen Teil berufsbezogen aufteilen könnten, sodass so wenig Berufsunterricht wie möglich zentralisiert werden muss und die Leute, die Auszubildenden, in der Regel vor Ort bleiben können und vor Ort die Berufsschule besuchen können. Das ist unser Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, auch im Bereich der beruflichen Bildung. Von Ihrer Fraktion kein Wort. Der Bereich der Digitalisierung ist doch ganz bestimmt etwas, was zur Entwicklung der Schulen in der Zukunft gehört. Dort haben wir große Chancen zu heben, gerade was den Bereich Gestaltung, Präsentation, Simulation und Recherche angeht, gibt es große Chancen zu heben. Aber wir müssen auch die Probleme in den Blick nehmen, nämlich Suchtverhalten und Cybermobbing. Das sind doch Zukunftsthemen der Schulpolitik, wo wir sagen müssen, hier müssen wir Jugendliche und Kinder stark machen, medienmündig und medienkompetent machen. Auch dieser Bereich fehlt im Antrag der Linkspartei vollständig. Wir wollen multiprofessionelle Teams ausbauen und stärken. Wir haben damit mit den 700 zusätzlichen Schulsozialarbeitern schon einiges geschafft. Wir wissen, dass sich das Profil, dass die Anforderungen an Schule, dass sich das laufend ändert. Das ändert natürlich auch das Profil von Lehrerinnen und Lehrern. Aber wir als GRÜNE sagen, Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht alles können, sondern da macht es mehr Sinn, andere Professionen in die Schule reinzubringen. Deswegen sagen wir, der Prozess der Multiprofessionalität, das muss weiter gestärkt werden. In diesem Bereich wollen wir auch in der nächsten Wahlperiode weiter vorankommen. Wir wollen die Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern weiter verbessern. Wir haben in dieser Wahlperiode schon wesentlich mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und mit den multiprofessionellen Teams eben neue Möglichkeiten geschaffen. Aber wir haben auch die Wochenarbeitszeit gesenkt und dafür 600 Stellen zur Entlastung geschaffen. Aber ich will hier auch ganz klar sagen, unser Ziel ist und bleibt, dass die Arbeitszeit aller hessischen Beamten und damit auch der Lehrerinnen und Lehrer nochmals gesenkt wird und dass wir dort die Arbeitszeit auf 40 Stunden senken müssen. Davon profitieren unsere Lehrerinnen und Lehrer. Das entlastet unsere Lehrerinnen und Lehrer. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir müssen im Bereich der Lehrerbildung weiterkommen, weil Lehrerbildung ist Qualitätsentwicklung an unseren Schulen. Wir stellen uns dort vor, dass wir im Bereich der Fort- und Weiterbildung weiterhin einen großen Stellenwert einräumen, aber dass wir vor allen Dingen im Bereich der Lehrerbildung alle drei Phasen enger miteinander verknüpfen, vor allen Dingen die Träger der drei Phasen, das heißt, dass Universitäten, Studienseminare und die Schulen vor Ort enger miteinander arbeiten. Auch in diesem Bereich keine Ideen von der Linksfraktion. Sie haben einen Punkt aufgeführt, den man in diesem Bereich zuordnen kann, der sicherlich bedeutsam ist, nämlich, dass wir bundesweit eine angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt haben. Das ist richtig. Wir haben bundesweit eine angespannte Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt. Dort kann man auch einmal den Ländervergleich sich bemühen und schauen, wie gehen da andere Länder mit um. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, dass wir hier in Hessen mithin die geringsten Anzahlen haben, was die Quereinstiege angeht, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind, was die tatsächliche Stellenbesetzung angeht.
weil wir eben unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir mit dem Dreiklang aus Verlängerung und Weiterbildung und eben dem Ausbau von Studienkapazitäten hier das Thema angepackt haben. Und was sagt denn jetzt die Linksfraktion zu diesem Thema? Da sagen sie, dass die Ausbildungskapazitäten nochmals erhöht werden sollten. Ja, da kommen Sie aber etwas später zu, weil erstens ist es so, dass, bereits im letzten Jahr die Landesregierung die Ausbildungskapazitäten erhöht hat. Dann haben wir im Doppelhaushalt für 2018/2019 noch einmal Geld bereitgestellt, um die Ausbildungskapazität zu erhöhen. Und wenn das nicht reicht, wollen wir Koalitionsbildung nicht vorgreifen. Aber wir als GRÜNE haben in unserem Programm auch schon klar gesagt, dass wir auch bereit sind, die Ausbildungskapazitäten dort noch einmal anzupassen. Sie sehen also keine Idee Neues, was in Ihrem Antrag niedergeschrieben ist. Von daher ist das, was Sie heute hier gemacht haben, gilt vielleicht bei einem Chili so, aber in der Politik gilt nicht, aufgewärmt schmeckt es immer noch am besten, sondern da hat das eher einen faden Beigeschmack, was Sie heute hier vorgetragen haben. Wir GRÜNE haben jedenfalls die Ideen für die Schulpolitik der Zukunft. Wir wollen unsere Schulen stark machen, dass sie eigenverantwortlich sich weiterentwickeln können. Wir setzen auf Ganztagsbetreuung und wollen die Inklusion stärken. Wir wollen die besten Schulen mit den Orten mit den größten Herausforderungen und werden die Multiprofessionalität in unseren Schulen stärken. Wir haben nicht nur die Ziele, wir haben auch die Konzepte, und diese bieten wir an, auch in den nächsten Jahren. Und mit diesen bieten wir auch in den nächsten Jahren daran zu arbeiten, unser Schulsystem weiter nach vorn zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Hiermit schließe ich die Beratung zu diesem Punkt. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass in der Geschäftsordnung des Landtags heißt, unter § 65, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Präsident die Beratung. Ich habe heute Morgen darauf hingewiesen, in diesem Punkt, dass man sich anmelden soll. Wenn dies nicht gemacht wird, kann ich es auch nicht ändern. Es wird vorgeschlagen, diesen Antrag an den Kulturpolitischen Ausschuss zu überweisen. Gibt es da Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung beschlossen. Ich frage jetzt noch einmal, tagen wir weiter oder machen wir eine halbe Stunde Mittagspause? Bitte sehr, Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir treten dann in die Mittagspause ein. Ja. Es gibt den Vorschlag, jetzt eine Mittagspause von einer halben Stunde oder Stunde, eine Stunde zu machen. Ja, Leute, ihr müsst euch schon einigen. Ich mache alles mit. Halbe Stunde? Eine Stunde? Also, wenn es keine Einigung gibt, dann machen wir 45 Minuten Mittagspause. So, das ist der Fall. Dann unterbreche ich die Sitzung für die Mittagspause, und wir sind wieder um 14 Uhr, also in Froschhausen heißt das Viertel nach zwei geht es weiter. Die Sitzung ist unterbrochen.